So, wir haben jetzt noch einen handgefertigten großen Stirling-Motor. Ich schätze mal so ein bisschen über 5 Kilo. Wir werden gleich nochmal alles genau ausmessen und wiegen. Wie gesagt, der Motor wurde von einem ganz bekannten Hersteller oder halt, der baut viele Motoren. Theophil Teuker heißt der gute Mann. Der ist auch in Fachzeitschriften bekannt. Der hat schon einige Modelle rausgebracht. Das gute Modell wollen wir jetzt auch am Mann bringen. Wir haben jetzt auch mal mit, das ganze System wird mit Gas beheizt. Wir haben hier so einen kleinen Keramikbrenner, ist hier eingebaut, und einen kleinen Brenner. Wie gesagt, wir haben hier eine Gaskartusche, das hält hier, ach, das kann, hält ewig so eine Gaskartusche. Wie gesagt, das Ganze ist einfach aus dem Baumarkt, kann man sie fertig kaufen. Die Gaskartuschen sind auch aus dem Baumarkt. Das Modell ist auf einer schönen Holzplatte montiert. Ich glaube, es ist Buche oder Eiche, ich weiß gar nicht. Wie gesagt, guckt euch die Bilder an. Wir haben das Ganze schön hier drauf montiert. Wir wollen das Modell jetzt gleich mal ein bisschen laufen lassen. Dazu zu sagen, wie gesagt, das ist kein Graphitkolben diesmal verbaut. Ihr müsst wirklich hier ein ganz kleines, feines Tröpfchen hier oben auf diese Bohrung machen. Hier sind überall kleine Bohrungen und auf die Gelenke, damit das System etwas geschmiert wird. Das wird angetrieben mit so Zahnrädern. Da könnt ihr ruhig einen dickeren Tropfen drauf machen, dass es ein bisschen ruhiger ist. Wie gesagt, wir haben jetzt mal leicht angeheizt. Jetzt müssen wir mal gucken, wenn man reinguckt, ihr könnt wahrscheinlich den Brenner auch sehen, das kann man sehr gut erkennen. Wir wollen jetzt auch mal ein bisschen höher heizen, dass er gleich mal anfährt. Wie gesagt, viel Wärme braucht der Motor nicht, der ist sehr gut gebaut, sehr dicht gebaut. Wenn sich einige wundern, wir haben das Modell nochmal auf einer anderen Holzplatte gebaut, weil wir hatten vorher ein Karussell drauf und das sah überhaupt nicht aus und die Holzplatte war so alt. Deswegen haben wir jetzt alles nochmal neu gemacht. Eine schöne neue Holzplatte angefertigt, das sieht auch schöner aus jetzt. Auch mit dem Schaumstoff drunter ist alles weg. Wir haben jetzt schöne Füße drunter gemacht, er wird auch schön leiser dadurch. Wie gesagt, wir wollen jetzt auch mal laufen lassen. Ihr seht, er kommt so langsam. Wir haben eine ganz kleine Flamme. Gut, im Moment dauert es, dass er Temperatur kriegt. Wir gucken noch mal rein. Ja, ist eine ganz kleine Flamme. Dann warten wir noch einen Moment, ist ja kein Problem. Wie gesagt, der Motor ist wirklich gut durchdacht, auch gut gebaut. Man kann jetzt später noch andere Schwungräder anbringen, wer hat. Dann kann man halt hier noch was antreiben oder sich irgendwas tüfteln, dass man hier eine Riemenscheibe drauf macht. Das ist alles kein Problem. Wie gesagt, der Motor hat genug Kraft, da könnt ihr auch was richtig antreiben mit was Großes, wenn der erstmal in Schwung kommt. Wir hatten vorher auch mal Karussells von Firma Velesco dran, mehrere, das sah immer schön aus, wenn das auf Ausstellung lief. So, jetzt kommt er langsam und wie gesagt, er kriegt richtig Geschwindigkeit, wenn natürlich auch das Gas aufdreht, ist klar. Wir lassen ihn erstmal langsam warm tuckern. Wir können gleich noch ein bisschen mehr Temperatur dazu bringen. Wie gesagt, wir bieten auch wieder Versand an, er wird dann gut, sehr gut eingepackt. Und der Motor ist wirklich für die Ewigkeit gebaut, also der ist sehr stabil, sehr robust gebaut, sehr gut durchdacht alles. Wie gesagt, guckt euch die Bilder an. Und wenn ihr Fragen habt, vielleicht finde ich auch noch in der Fachzeitschrift, wo er drin war, vielleicht finde ich da noch was, wenn er drin war. Da kann ich gerne mal nachgucken. Aber mit dem Motor macht er nichts verkehrt, das ist wirklich super. Ich verkaufe ihn auch nur, weil ich wirklich sage, jetzt zu viele Modelle habe, es muss was weg. Wir haben wirklich die ganze Wohnung voll stehen und irgendwann platzt die Wohnung aus allen Nähten, deswegen. Ja, er läuft wirklich prima. Wir machen jetzt noch ein bisschen mehr Gas, dass er ein bisschen schneller wird. So, Deckel wieder zu. Aber er wird dann wirklich zu schnell, wenn er zu warm wird. Also der hat wirklich, der hat auch richtig Schwingung dann. Aber wir können ja kurz mal schneller laufen lassen. Ich lasse mein Modell lieber langsam tuckern, das sieht schöner aus. Wenn man dann noch irgendwas antreiben kann, das ist herrlich. Wie gesagt, mit dem Öl einfach feines Nähmaschinenöl, einfach mal ein feines Tröpfchen auf die Gelenke und das reicht dem Motor. Und dann könnt ihr, wie gesagt, stundenlang könnt dann tuckern lassen, da passiert nichts, der wird auch nicht groß warm, weil er auch wenig Energie braucht, der Motor. Da braucht er keine Angst haben. Und das Patent ist wirklich sehr interessant, das habe ich vorher auch noch nie so gesehen, wie das so gebaut ist, die Bauweise. Da ziehe ich echt meinen Hut vor dem Tüftler oder Erbauer, das ist wirklich sehr gut gelungen. Und ich hoffe, der Theophil Teuker baut noch andere Modelle, also die wirklich sehr gut durchdacht. Der Mann hat es einfach drauf.
Normalerweise bauen wir auch viele Modelle um mit Graphitkolben und so, aber diesen Motor haben wir wirklich original gelassen, weil der so prima läuft und da braucht man nichts verbessern. Der ist wirklich gut durchdacht, der Motor. Und ihr seht, der läuft jetzt wirklich sagenhaft. Wir können jetzt Minuten oder ich habe noch nie über Stunden laufen lassen. Den lässt man mal eine halbe Stunde laufen oder eine Dreiviertelstunde, macht man auch wieder aus. Und aber ihr seht, der wird schon schneller jetzt. Und ich habe die Flamme nur nicht ganz so groß eingestellt. Wenn wir jetzt natürlich mal richtig groß machen würden, wir können ja mal ein bisschen höher machen. Ich kann da auf Wunsch auch gerne noch mal extra Video drehen, wenn ihr wollt, wenn ihr eure WhatsApp, eine Handynummer gibt und WhatsApp habt, das ist kein Problem, da können wir Videos drehen, wie ihr wollt. Das ist ja dank WhatsApp möglich, das ist ja eine wunderbare Sache. Da kann man sowas gerne mal vorführen. Wie gesagt, unsere Modelle werden auch immer sehr gut verpackt und mit DHL verschickt. Da passiert immer nichts, die kommen immer sehr gut an. Ich habe noch keine Reklamation gehabt. Toi, toi, toi. Ja, er läuft wirklich prima, der Motor. Und ihr seht, er bekommt so langsam Temperatur, also wir haben auch jetzt vorher nicht angeheizt, aber wirklich jetzt kalt der Motor. Und er wird natürlich noch schneller, wenn ihr jetzt allzu mit der Flamme laufen lässt. Und man merkt schon, ja, es ist ganz schön Hitze, wie hier hochkommt. Könnt ihr mal gucken, was Temperatur sagt. Ja. Ja, er hat schon Kraft, also ihr könnt da schon was antreiben mit. Na gut, sollte reichen. Wir führen unsere Modelle einfach nur vor, dass ihr seht, dass sie gut laufen. Und wenn ihr mal auf Wunsch noch was haben wollt, meldet euch oder habt Fragen, dann kein Problem. Was wir beantworten können, machen wir gerne. Alles klar. Ihr seht, jetzt langsam kommt er auch in Schwung und er kriegt jetzt langsam hier Erschütterung. So, ihr seht, jetzt kommt er auf Touren. Da krabbelt auch nichts, da klappert auch nichts. Wirklich, der ist super gearbeitet. Jetzt wackelt auch der ganze Tisch, weil der Motor hat richtig Schwingung jetzt, der arbeitet jetzt. So, drehen wir Gas wieder ab. Der wird ja zu schnell, das ist ja Wahnsinn, dass der so eine Kraft entwickelt. Kann man ja kaum festhalten. Na gut, wir lassen jetzt auslaufen. Wie gesagt, Flamme ist ausgedreht. Er läuft doch sehr lange nach. Das ist ein gutes Zeichen, dass er gut gebaut ist. Dann können wir gerade mal gucken. Flamme aus ist. Jawohl, alles aus und er läuft noch nach. Wunderbar. Ihr seht, wie lange der Motor nachläuft. So, jetzt geht er langsam runter, wunderbar. So, wie gesagt, gleich bei eBay Kleinanzeigen. Wir werden gleich noch schöne Bilder machen. Nach Gebrauch wieder ordentlich putzen. Und dann hoffe ich, dass ihr einen schönen Sammler findet oder einer, der Spaß dran hat. Alles klar, Dachmaschinenprofi, wünsche euch viel Spaß damit und wenn ihr Fragen habt, nur los. Bis dann, ciao.